Die folgende Geschichte, die ich euch heute erzählen möchte, ist nichts für Leute mit schwachen Nerven. Ich hätte niemals in meinem Leben gedacht, dass mir etwas so viel Angst machen würde, dass ich nicht mehr in der Lage wäre einzuschlafen. Ich schreibe diese Geschichte aus einem Krankenhaus. Ich habe vermutlich nicht mehr viel Zeit, weil sie mich für verrückt halten und mich in eine Irrenanstalt bringen wollen. Bevor es soweit kommt, möchte ich der Welt von meinem Erlebnis erzählen. Mein Kumpel Tony und ich waren seit der Highschool befreundet und zogen nach der Schule zusammen, um gemeinsam zu studieren. Seit Beginn unserer Freundschaft pflegten wir gemeinsam den Wunsch, zusammenzuziehen. Es mag für den einen oder anderen etwas merkwürdig klingen, weil die meisten in den jungen Jahren bei Eltern bleiben oder sich mit ihren ersten Beziehungen eine Wohnung suchen. Tony und ich waren anders. Wir hielten nicht viel von Beziehungen in den jungen Jahren. Wir hatten weder die finanziellen Mittel, noch waren wir dazu bereit, uns so früh zu binden. Eine kleine Wohnung zu zweit und unsere eigene Unabhängigkeit gab uns die Möglichkeit, alles zu erleben und ohne Sorgen unser Leben zu führen. Wir hatten unser Geldmanagement unter Kontrolle und konnten ohne zu zögern ausgehen, Ausflüge machen oder Reisen buchen. Allerdings waren wir nicht verwöhnt, denn auch wenn wir reisen konnten, nahmen wir meistens die günstige Variante und machten Ausflüge. Wir hatten wirklich Spaß daran, unser Geld aus dem Fenster zu werfen, und das Schlimmste daran war, dass es uns egal war, ob es Qualität hatte oder nicht. Der Ort oder die Umgebung an sich war das, was uns interessierte, und nicht, wie toll unsere Betten im Hotel waren. Doch genau diese Denkweise führte dazu, dass ich in diesem Moment in einem Krankenhaus bin und kurz davor stehe, durchzudrehen. Doch nun alles auf Anfang. Es waren Semesterferien, also beschlossen Tony und ich, diese Zeit auszunutzen. Wir wollten etwas Spektakuläres erleben, bevor die Klausurenphasen und die dämlichen Vorlesungen wieder anfangen würden. In den letzten Jahren waren wir viel rumgekommen und so war es wirklich schwer für uns, etwas zu finden, das uns noch irgendwie interessierte. Nach einigen Stunden im Internet stießen wir auf eine Webseite von einem Hotel in einem Wald. Nun, es war von den Bildern aus betrachtet kein Hotel, eher eine Hütte im Wald. Es hatte eine einzige 5-Sterne-Bewertung und wir waren uns sicher, dass es der Vermieter selbst oder ein Freund von ihm war, der es bewertete. Kein Mensch auf dieser Welt hätte sich dieses Angebot näher angeschaut, aber wir waren echt verzweifelt und wollten etwas finden, das irgendwie speziell war. Es gab keine Telefonnummer, also schrieben wir eine Mail und machten mit dem Besitzer einen Termin aus. Eine Woche später packten wir unsere Sachen zusammen und machten uns auf den Weg in den Wald. Es war ein paar Stunden von zu Hause entfernt, also fuhren wir früh los. Auf dem Weg unterhielten wir uns und lachten darüber, wie dämlich das eigentlich war. Kein Mensch würde Geld für ein Hotel ausgeben, das mitten im Wald war, keine ordentliche Webseite und keine richtigen Bewertungen hatte. Doch wir waren anders. Wir mochten spontane Ausflüge und vor allem die Ungewissheit von neuen Dingen. Wir gaben jemanden die Chance, sich zu beweisen und mussten nicht daran festhalten, was zahlreiche Menschen von einem Reiseziel dachten. Um ehrlich zu sein, waren die spontanen Entscheidungen immer die besten. Nach wenigen Stunden befanden wir uns auf einem Weg, der uns immer mehr in den Wald führte. Eine halbe Stunde später waren wir auch angekommen. Dort standen wir also, vor diesem vermeintlichen Hotel, mitten im Wald. Wir hatten keinerlei Hoffnungen und waren uns sicher, dass es nicht gut werden würde, aber zu unserer Überraschung war es wirklich schön. Das Hotel war von außen klasse und man sah, dass es mehrfach im Jahr gestrichen wurde. Der Eingang war mit Liebe geschmückt und von schönen Pflanzen umgeben. Rund um das Haus war ein gepflegter Rasen und ein paar Meter dahinter ein kleiner See mit Sand und Liegestühlen. Ich wagte es nicht auszusprechen, aber es wirkte traumhaft. Wir machten die Tür auf und gingen hinein.
Es war nicht sonderlich groß, aber es war gepflegt und man fühlte sich wohl darin. Es erweckte den Eindruck, als wäre es ein Haus und kein Hotel. Aber es war uns egal. Schließlich gab es viele Menschen, die ihre Häuser und Wohnungen vermieteten, um Geld zu verdienen. Der Vermieter allerdings war nirgends zu sehen. Es war seltsam, denn wir gingen davon aus, dass wir die Einzigen waren und dass er uns bereits draußen empfangen würde. Dann sahen wir, dass an der Theke ein Schlüssel und ein Zettel lag, auf dem die Worte »Herzlich willkommen, hier ist der Schlüssel zu Ihrem Zimmer« stand. Auf der Tafel für die Schlüssel sahen wir, dass es nur zwei Aufhänger gab. Scheinbar gab es nur ein Zimmer, deshalb kamen die Leute nicht oft hierher. Wir nahmen den Schlüssel und gingen zum Zimmer. Vermutlich hatte der Vermieter einen Termin und wir würden ihn am Abend sehen. Den restlichen Tag verbrachten wir damit, unsere Taschen auszuräumen und zu entspannen. Wir konnten uns nicht beklagen, denn die Zimmer waren für die kleine Fläche wirklich großartig. Wir zogen unsere Badehosen an, nahmen unsere Handtücher und gingen zum See. Nach ein paar Stunden war es dunkel geworden, also gingen wir zurück zum Haus. Wir hofften, dass der Vermieter inzwischen vor Ort war und uns alles zeigen würde, doch dieser war immer noch nicht da. Es war untypisch, denn normalerweise waren Vermieter an Geld interessiert. Wir hätten auch einfach ein paar Stunden bleiben und dann wieder verschwinden können. Es war etwas seltsam, aber es war auch spät und wir beschlossen, ins Bett zu gehen. Er würde schon irgendwann auftauchen und wir würden ihn kennenlernen. An dieser Stelle fing es an, gruselig zu werden. Tony und ich verbrachten noch eine Weile in unseren Betten und erzählten uns ein paar Frauengeschichten aus unserem Leben. Wir waren offen und redeten über Sex, Techniken und andere Dinge, die man lieber nicht vertiefen sollte. Während wir miteinander redeten, wurden wir von einem Geräusch unterbrochen, das so klang, als hätte jemand die Tür abgeschlossen. Wir beschlossen, aus dem Zimmer zu gehen und nachzusehen. Bevor wir uns schlafen legen würden, wäre es nett, wenn wir vorher dem Vermieter die Hand schütteln könnten, denn er kannte uns nicht. An der Rezeption angekommen, konnten wir niemanden vorfinden. Seltsam, dachten wir uns und gingen verblüfft auf unser Zimmer. Ich fühlte mich etwas unwohl, schließlich war es nicht unser Haus und wir hatten keine Ahnung, wer hier lebte. Doch wir waren so müde, dass wir nicht anders konnten, als einzuschlafen. In der Nacht wachte ich auf und stellte fest, dass Tony nicht in seinem Bett war. Ich vermutete, dass er auf der Toilette war, also drehte ich mich auf die Seite und schloss meine Augen. Eine halbe Stunde später wachte ich erneut auf, weil ich etwas wie Schreie hörte. Zunächst dachte ich, dass ich es mir nur einbildete, aber dann hörte ich es nochmal. Ich hätte schwören können, dass es die Stimme von Tony war. Mein Atem wurde immer schwerer und mein Körper füllte sich mit Angst. Ich rannte sofort zur Toilette, aber Tony war nicht da. Dann hörte ich wieder Schreie, doch sie kamen aus einer anderen Richtung. Ich hoffte, am Empfang auf den Vermieter zu treffen, aber dieser war nicht da. Was war das für eine kranke Scheiße? Wo war Tony? Es waren definitiv seine Schreie. Ich war in Panik, rannte hin und her und versuchte herauszufinden, woher diese Schreie kamen. So schnell ich konnte, flitzte ich ins Zimmer, um mein Handy zu holen. Dort angekommen blieb ich stehen, weil ich etwas sah. Tony lag in seinem Bett. Es waren doch seine Schreie, ich war mir absolut sicher. Das war kein Traum und ich hatte sicherlich keinen Schlafentzug. Vorsichtig bewegte ich mich zu seinem Bett und tippte an seine Schulter. Tony? Keine Antwort. Ich hörte sein Atem und es klang so, als würde er schlafen. Ich ging zurück zum Bett und grübelte noch eine Weile vor mich hin. Ich hatte es mir nicht eingebildet, aber Tony lag da und im restlichen Haus konnte ich nichts Merkwürdiges entdecken. Bevor ich zu Ende denken konnte, wurden meine Augen müde und ich schlief wenige Sekunden später ein.
Ein paar Stunden später wachte ich erneut auf. Es ließ mir im Inneren keine Ruhe und ich musste nachsehen, ob bei Toni alles in Ordnung war. Ich stand auf, ging zu seinem Bett, beugte mich über ihn und machte das Licht auf seinem Nachttisch an. Toni, er war vollkommen entstellt. Anstelle von seinen Augen waren Knöpfe. Seine Nase und sein Mund wurden mit Gewalt zusammengenäht. Ich starrte wie gelähmt auf ihn. Mein Herz blieb stehen und ich hätte vor Anblick sterben können. Während ich versuchte, zu realisieren, was passiert war, hörte ich etwas. Es waren lautstarke Atemzüge von hinten zu meiner Rechten. Langsam bewegte ich meinen Kopf zur Seite und sah ihn zum ersten Mal, unseren Vermieter. Er hatte keine Augen. Anstelle von seinen Augen waren Knöpfe. Er war vollkommen abgemagert und sah aus wie eine verstörte und bleiche Puppe. Seine Nase war mit dem Mund verbunden und sein Gesicht war mit Wunden übersät. Er sabberte wie ein Hund und schaute mich verstört an. Dann bewegte er sich mit langsamen Schritten zu mir. An dieser Stelle trat er aus dem Schatten hervor und ich bemerkte, dass er in seiner rechten Hand ein Messer hatte und zu seiner linken eine kleine Tüte mit Knöpfen hielt. Alles, an was ich mich danach erinnern kann, ist, dass ich in diesem Krankenhaus aufgewacht bin. Ich wusste nicht, wie ich es geschafft hatte. Ich erzählte ihnen alles, aber sie glaubten mir nicht. Sie denken, dass ich verrückt geworden bin und dass es am besten wäre, mich einzusperren. Ich weiß nicht, wie lange ich noch Zeit habe, bis sie mich verlegen. Ich habe keine Ahnung, wo Toni ist, aber ich bin mir sicher, dass er es nicht geschafft hat. Ich suchte im Internet nach dem Hotel, doch ich fand es nicht. Die Seite wurde heruntergenommen und existierte nicht mehr. Daraufhin war ich in Foren unterwegs und versuchte etwas herauszufinden, das mir möglicherweise helfen würde. Ein User im Forum schrieb, dass er schon mal von dem Mann mit Knopfaugen gehört hatte. Scheinbar gab es in der Vergangenheit zahlreiche Todesfälle, die immer unterschiedlich aufgebaut waren. Der letzte Fall handelte von einem Mädchen, das durch Klopfen am Fenster nicht zur Ruhe kommen konnte und feststellte, dass der Mann mit Knopfaugen im Raum stand und die ganze Zeit gegen das Fenster klopfte. Danach wurde sie getötet und man fand sie in dem gleichen Zustand wie Toni. Normale Menschen glaubten nicht daran, dass es jemanden mit Knopfaugen gab. Meistens wurden die Fälle unter dem Tisch gekehrt und man sprach nie mehr darüber. Der Mann mit Knopfaugen tauchte an unterschiedlichen Orten auf. In Häusern von Menschen, an der Seite von Highways, in Wäldern oder in Hotels. Ich weiß nicht, wie ich das überleben konnte. Zuerst dachte ich, dass das alles nur ein Traum war und dass mit mir etwas nicht stimmte. Aber dann entdeckte ich nach dem Aufwachen das Bild von Toni auf meinem Handy. Es war das Bild aus dem Hotel. Als ich mein Handy rausholte, um es den Ärzten zu zeigen, war es nicht mehr da. Ich weiß einfach nicht weiter und habe Angst, dass er mich heimsucht und mit mir dasselbe anstellt wie mit Toni.